Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach den Äußerungen von Herrn Kolbe in der vergangenen Woche zum Abstimmungsergebnis des Senats der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald war dieser Dringlichkeitsantrag wenig überraschend. Sie springen hier unter dem Deckmantel der hochschulautonomen Demokratie auf eine Debatte auf, deren Tragweite Sie mit diesem Antrag offensichtlich nicht durchdrungen haben. Und Sie machen es sich ganz entschieden zu einfach. Wenn Sie von einer demokratischen Entscheidung des Universitätssenats sprechen, ist dies nur auf den ersten Blick richtig. Wenn 27 von 35 Senatoren sich für die Ablegung des Namens am letzten Mittwoch aussprechen, dann ist das zunächst ein hochschulinterner Vorgang, den ich zwar akzeptiere, aber ihn dennoch für grundfalsch halte. Und wir dürfen die Abstimmung auch gerne unter Demokratiegesichtspunkten bewerten. Nach meiner Einschätzung wurde der weitestgehende Antrag zur Umbenennung abgelehnt. Und nachdem die Ablehnung des Namens abgelehnt wurde, wurde darüber abgestimmt, wie der Name denn nun abgelegt werden soll. Aus meiner Sicht ein bizarres Vorgehen. Und ob dies so zulässig ist, das stelle ich zumindest in Frage. Zumindest wenn man sich die praktischen Umsetzungsprobleme anguckt. Und als ehemalige Studentin dieser stolzen Universität sage ich Ihnen, Ernst Moritz Arndt und die Universität Greifswald gehören für meine Fraktion und für mich zusammen. Und ganz persönlich sage ich Ihnen, als ehemalige Studentin habe ich ein sehr enges Verhältnis zur Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald. Mit der Universität Greifswald verbindet mich so viel wie mit jeder anderen Universität in Deutschland. Und wenn Sie mit demokratischen Verfahren argumentieren, dann denke ich, nehmen Sie bitte auch das Ergebnis der Urabstimmung aller Universitätsangehörigen vom Dezember 2017 zur Kenntnis. Mehrheitlich, und zwar knapp mit 49% der teilnahmeberechtigten Mitglieder, sprachen sich diese für die Beibehaltung des Namens Ernst Moritz Arndt aus. Diese Tatsache ignorieren Sie in Ihrem Antrag. Und Sie ignorieren ebenfalls, dass die Mehrheit der Greifswalder Bevölkerung und der Region den Namen Ernst Moritz Arndt behalten möchte. Für mich und viele andere der Region gehört er einfach zu uns. Arndt ist ein Kind der Region und hat selbst an der Universität Greifswald gelehrt. Sicher ist Arndt in seiner historischen Würdigung streitbar. Dennoch ist Geschichte, und das haben wir hier schon mehrfach gehört, immer im zeithistorischen Kontext zu betrachten. Insofern ist diese Diskussion aus meiner Sicht müßig, da Arndt als Schriftsteller, freiheitlicher Denker seiner Zeit und als Kind Vorpommerns von großer regionalhistorischer Bedeutung ist. Die Entscheidung des Senats steht jedenfalls isoliert für sich und leider nicht für einen Annäherungsprozess zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Namensänderung. Im Gegenteil, die jetzige Entscheidung ist in der praktischen Umsetzung vollkommen untauglich, da nicht klar ist, wann der Namenszusatz Ernst Moritz Arndt geführt werden darf und wann nicht. Die daraus resultierenden Rechtsfolgen, zum Beispiel Benennung auf Studienabschlüssen, sind völlig unklar. Ohne Zweifel haben diese Debatte und die Entscheidung des Senats zu einer Beschädigung des hochschulakademischen Standorts Greifswald geführt. Bekanntlich hat das Land Mecklenburg-Vorpommern die Rechtsaufsicht. Formale Mängel haben ja bereits in der ersten Abstimmung zu Beginn des letzten Jahres zu einer Unwirksamkeit der schon einmal beschlossenen Namensablegung geführt. Auch bei dem nun vorliegenden Antrag wird die formale Rechtmäßigkeit durch das hierfür zuständige Bildungsministerium erst geprüft. Erst wenn das Bildungsministerium der Änderung der Grundordnung zustimmt, kann der Name geändert werden. Im Übrigen zeugt es von einem irritierenden Demokratieverständnis, wenn so lange Abstimmungen wiederholt werden, bis sich endlich eine Mehrheit für die Namensänderung ergibt. Es ist bereits schon erwähnt worden, bereits im Frühjahr 2010, damals kam die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht zustande, wurde im Senat über die Änderung des Universitätsnamens abgestimmt. Und dann Ziffer 2 Ihres Antrages, auf unsachliche Äußerungen im Zuge dieser Debatte zu verzichten. Ich glaube, da müssten wir erstmal eine andere Debatte führen. Ich stelle mir nämlich die Frage, ob wir uns hier schon einvernehmlich darauf verständigt haben, dass man mit Annahme des Landtagsmandats oder mit Ernennung zum Minister das Recht auf eine persönliche Meinung verwirkt hat oder das Recht darauf, diese Meinung in der Öffentlichkeit äußern zu dürfen. Ich glaube, das ist auch noch nicht ausdiskutiert. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass die von Ihnen angesprochenen Äußerungen, die Sie ja offensichtlich auch kritisieren, in diesem Raum
getätigt wurden oder dass der Minister eine Pressemitteilung aus dem Innenministerium herausgegeben hat. Also ich nehme für mich in Anspruch, auch als Abgeordnete dieses Landtages und auch als Vizepräsidentin trotzdem eine private Meinung haben zu dürfen, die ich auch durchaus öffentlich äußern möchte. Und mal ganz praktisch gefragt, wer bewertet im Übrigen, was sachlich ist und was unsachlich? Die Befürworter des Abstimmungsergebnisses des Senats? Die Fraktion Die Linke? Herr Kolbe, gut. Vielleicht sollten wir das im Antrag dann noch ergänzen. Da es sich aber um Äußerungen handelt, das hatte ich ja schon ausgeführt, die im Landtag hier nicht getätigt wurden, fühle ich mich dazu nicht bevollmächtigt. Ich möchte es aber trotzdem auf den Punkt bringen, für meine Fraktion war die Senatsentscheidung falsch, sie ist falsch und das wird meine Fraktion auch immer ganz klar so sagen. Und mit unsachlichen Bemerkungen hat das überhaupt nichts zu tun. Von daher werden wir Ihren Antrag aus wirklich tiefer Überzeugung ablehnen.